meine sehr geehrten Damen und Herren, bei meinem Thema heute geht es um Recycling-Computer. Und ihr habt ja auf dem Hof von eurer Universität ein ganz ordentliches Beispiel, was man mit Computern machen kann. Man kann sie in Beton gießen und als Dokument aufführen. Aber wenn man jetzt sagt, nein, das wollen wir nicht. Bei meinem Vortrag geht es um eine Distribution, die heißt Emabuntus. Und es geht um Hardware, die ein ungewöhnliches Design hat. Zumindest nach dem normalen Vorgehen. Emabuntus ist eine französische Distribution, die mir aufgefallen ist, wenn man vorher nachher dann in der Folie sehen wird, ich habe was gesucht. Ich habe was gesucht, nämlich die lauter so alte Krauter, ich kann nichts wegwerfen. Und kommt mir bekannt vor, gell? Und dann liegt es eine Zeit lang und es ist gut gereift. Und du meinst, kann man da nicht noch wieder ein bisschen Leben rausholen? Und dann stellt sich raus, manchmal nicht. Selbst Linux, wir sind ja sehr berühmt und wir sind sehr stolz drauf, dass wir fast jede Software, fast jede Hardware zum Laufen kriegen. Und dann bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich den einen oder anderen AMD habe, mit der alten ATI Radeon Karten und die kriege ich unter normalen Debian nur noch textorientiert zum Laufen. Das heißt, der Rechner lebt, die Karte irgendwie auch, aber ich denke, naja gut, dann kaufe ich für einen 20er eine Karte mit 2 GB RAM. Das war einmal viel. Mein Sohn erzählt mir jetzt heute, nein, das ist gar nicht viel. Aber ja gut. Und trotzdem, das Ergebnis war nicht gut. Und bei der Gelegenheit bin ich halt dann auf diese Distribution startet. Du kannst ja bei DistroWatch einfach mal suchen, sagst, ich möchte was mit alten Computer kann und dann kannst du dann aussuchen, von welcher Distro das kommen soll, weil es gibt einen Haufen Distributionen, die können zwar gut mit alter Hardware, aber die sind irgendwie speziell. Zum Beispiel dieses Puppy Linux, da musst du dann wieder in ein Paketmanager reinlesen und da musst du wieder schauen, was da die Eigenschaft ist. Also mir wäre das lieber gewesen, es wäre eine große Distro gewesen. Einfach eine, die ich schon kenne, entweder Red Hat basiert oder Debian basiert. Ja, ich weiß, dass man das nicht mehr offiziell sagen soll, oder SUSE basiert. Also wo halt die Leidenschaft nicht mehr liegt von den Leuten. Und naja, gut, bin ich also auf Emabuntus gestoßen und dann habe ich festgestellt, da hängt viel mehr dran. Wo kommt der blöde Name her? Also wie kommt man denn auf so einen Namen? Ja? Und dann höre ich, da liegt jetzt da diese Emmaus-Bruderschaft dahinter. Und die Emmaus-Bruderschaft, die kennt man hier in Deutschland so gut wie nicht. Aber in Frankreich ist die sehr verbreitet. Wir haben in Deutschland, glaube ich, 2 Niederlassungen. In Stuttgart gibt es eine, die macht nichts mehr, eine Niederlassung. Und in andere Teile von Deutschland hat sie sich nie richtig niedergelegt, weil unser Charity-Geschäft ist fest in der Hand vom Roten Kreuz, der Caritas und noch ein paar andere multinationalen Konzernen. Muss man einfach mal sehen. Ja? Emmaus hat hier nicht Fuß gefasst, aber wenn du ein bisschen rumschaust, das letzte Mal habe ich so eine gebrauchte alte Analogkamera gesucht und wo bin ich rausgekommen? Bei einem Emmaus-Shop in London. Die haben also, die sammeln Zeug und die bauen das auf. Die putzen das, so wie die Rotkreuz-Hausratssammelstelle im Pfaffenhof. Du kannst Zeugs abgeben und natürlich schlockt da ab und zu einmal was auf. Gehabt haben Scheiß bis zum Moped. Ja, du weißt nur nicht, was morgen kommt oder was heute noch kommt. Sondern das, was du hast, das musst du nehmen. Abi Pierre hat das Ding gegründet, die Emmaus-Bruderschaft, und die kümmert sich Christentum mit Ellbogen darum, dass Leute, die nichts zum Wohnen haben, die arm sind, dass die in einem so einen Shop zum Beispiel einen aufbereiteten Sofa, Tisch, Schrank oder einen Rechner kaufen können. Was ziemlich gut ist, einerseits, du bist der alte Zeug los und der andere, der es dringend braucht, kann es günstig kaufen und auf die Art und Weise finanziert sich auch dieses ganze Geschäft. Was nicht schlecht ist. Bei der Gelegenheit, wenn Geld verdient wird, stecken sie es wieder in ihre Charitable-Programme. Die Emmaus-Bruderschaft in Frankreich verwaltet mittlerweile 9.000 Sozialwohnungen. Und es sind 150.000 Leute, die an dem Projekt mitarbeiten. Das ist jetzt mal eine Art Christentum, das gefällt mir. Da kann ich sagen, was ich will, das gefällt mir. Gut.
man beachtet das komische Logo mit dem Sternl dran, das findet ihr hier wieder. Ich habe mich gewundert, wo kommt das blöde Sternl her? Aber tatsächlich, das ist das Hauptlogo von der Emmaus-Bruderschaft. Und die Geschichte, die ich gerade erzähle, die ist aus diesem Recyclingprojekt raus entstanden. Du weißt halt einfach nicht, was als nächstes kommt. Was reinkommt, wird geputzt, wird zusammengesteckt, habe ich im Pfaffenhofen auch schon gemacht und habe damals auch Linux draufgespielt. Es hat halt überhaupt nicht gegriffen und deswegen habe ich mich dann auch gefragt, wieso hat das bei denen funktioniert? Wieso ist das bei denen groß geworden? Warum ist das eine super Distribution geworden? Während wir mit Anlauf auf dem Bach liegen. So. In der Zwischenzeit weiß ich, wir sind ein kleines bisschen zu reich in Deutschland und das Schlimmste, was da in Deutschland passieren kann, ist, dass ein anderer das merkt. Das heißt also, die haben lieber eine schwarze Lizenz Windows reingespielt, damit man ja nicht merkt, dass sie kein Geld für eine Windows-Lizenz haben. Wir haben eine Linux reingespielt und ja, vielleicht war es auch noch zu früh. Heute, wenn du eine Linux reingespielst, kannst du sagen, hey, wo ist denn das Betriebssystem, mit dem der Musk in den Orbit fliegt? Ich meine, das klingt doch ganz anders wie, das ist jetzt das Betriebssystem, weil du dir kein Windows leisten kannst. Vielleicht ist die Situation in Frankreich aber auch, weil sie einfach weniger Geld gehabt haben oder weil es vielleicht einfach eine wesentlich besser gemachte Distribution war, die sie da angeboten haben, als wir unsere. Muss ich einfach mal sagen, ich sage es euch nachher gleich, geiles Teil. Weiß Gott kein Betriebssystem für Arme, weiß Gott nicht. Es ist eine gute Distribution auf der Basis von der Debian, werden wir gleich sehen. Zuerst das Problem geschildert, du weißt nicht, was reinkommt. Du hast Gamer-Hardware, du hast Mainstream-Hardware, du hast Hardware mit zu wenig RAM, das können wir lösen. Wir können eine größere Festplatte einbauen, wir können eine SSD, wenn wir eine kriegen. Wir können nicht eine kaufen, ja? Das geht nicht im Charity-Bereich. Du kannst nicht ein Geld neidrungen, aber du kannst das, was andere spenden, verwenden, um andere zu helfen. Und so sind die auch dahin gekommen. Der hat zum Beispiel auch ewig eine Macke, die werden alt, die sterben, Komponenten sterben. Ein USB-Port, der kackt mir einfach immer mal wieder ab, naja, dann muss ich halt wieder umstecken oder sowas. Aber wenn du so einen kriegst für 20 Euro, 30 Euro und dein Kind braucht einen Computer für die Schule, dann ist doch da schon mal Käufer. Ja? Gut. Also, es sollte ein Betriebssystem gewesen sein, das auf heterogener, ziemlich schwächlicher Hardware ein Leben rauskriegt und dann sind sie auf das Naheliegendste gekommen, so Anfang der 2000er, sie haben mal Ubuntu genommen. Da sind sie mittlerweile weg, ich höre sowas öfter, dass die mit Ubuntu anfangen und du sagst, nein, also wenn stabil, dann bleibe ich lieber bei der Debian oder ich gehe woanders hin, gehe zum Mint drüber oder sowas. Die Ubuntu hat momentan, naja, manchmal ein bisschen ein Qualitätsproblem. Und was ich jetzt gehört habe, manchmal auch so ein bisschen, wir wollen jetzt langsam Geld verdienen mit Ubuntu, wir bieten Servicekontrakte an und solche Sachen. Also da passieren jetzt komische Sachen, die mir als alten Linuxer irgendwie die Haare hochtreibt. Jedenfalls, also das kommt aus dem Charity-Gedanken raus und da sitzen ein paar Leute in der Nähe von Paris bei dieser Sammelstelle und die haben da so eine Distribution zusammengeschustert. Das ist ein Kollektiv, du kannst auf diese Emmaus-Seite gehen. Die sind auf dieser Seite drauf, sie nennen sich ein Kollektiv und sie sind unglaublich bescheidene Leute, die zeigen also nicht Vor- und Nachname, sondern das sind halt ihre Vornamen und da zeigt ein paar, der eine hat einen Schwerpunkt, dass er Verbindung hat mit anderen Organisationen, die Hardware sammeln und die dann zusammensetzen. Die haben also sehr früh eine sehr breite Hardwarebasis aufgebaut, Nachschub gesorgt, sodass sie die Arbeit rendiert hat. Er ist noch am Schrauben. Eine freie Verbindung ins Internet haben wir hier wahrscheinlich nicht. Ne? Da warten wir eine Sekunde. Peter, du hast aber nicht. Warte mal. Auf die Emmaus-Seite, emmaus.org, dann siehst du hier eine sehr schöne Beschreibung. Was sehr schade ist, es sind Franzosen. Also, ihr kennt das Problem mit den Franzosen. Sie sind halt französisch in erster Linie. Sie sprechen ein jämmerliches Englisch, am liebsten gar kein Deutsch. Und ja, das war es halt dann. Und wenn du englische Worte verwendest, kann es passieren, dass dich einer verklagt, dass du das tust, wenn du ein Automobil verkaufst, wo Airbag draufsteht, zahlst 50.000 Euro, weil es gibt ein französisches Wort, das ist von Luftballon abgeleitet oder was auch immer, keine Ahnung. Ja. Er hat jetzt eine Zeit lang in Frankreich gearbeitet, er nickt, der kennt das. Und leider sind ihre Übersetzungen im Deutschen, die brauchen dringend Übersetzer. Also wenn ihr eine Minute Zeit habt, so gut Französisch geht, helft es denen, das wäre ganz gut. Und hier auf der Seite, wenn man ganz oben hingeht,
hier bei Kollektiv, da werden die bei Apropos vorgestellt, wer die sind. Ich habe sie ja so ein bisschen versucht, ins Deutsche zu übersetzen zu lassen, aufs Englische übersetzen zu lassen. Das ist 100-mal besser, als würde das Original Französische, weil das verstehen wir halt nicht, aber im Prinzip, das ist es. Es war früher mal Ubuntu-basierte Distribution. Sie haben XFCE als Hauptdesktop, aber was mich auch interessiert hat, ist, dass Sie haben diesen schnellen, unheimlich hübschen LXQT. Der ist wie KDE, bloß schlanker und viel, viel schneller. Also er ist das, was XFCE früher war. Richtig tolle Oberfläche, muss ich sagen, leicht benutzbar, schön gemacht, hübsche Oberfläche auch und ziemlich coole Sache hier. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass der Beamer mich hier nicht ganz links nass lässt. Immer wenn du meinst, das gangelt jetzt so ein bisschen. Ah, gut. Blind suchen, jetzt pass auf, im Ubuntu-Stock. Wollen Sie das Dock aktivieren? Dann muss ich halt sagen, dass ich das mache. Normalerweise wirst du da schon gefragt beim ersten Aufsetzen von der Maschine, ob du das Dock haben willst. Und dann kriegst du da unten ein wunderschönes Dock. Und das ist selbst bei schwächerer Hardware ansprechend und hübsch. Und die wichtigste Software, die du brauchst, ist da unten drin. Und ihr seht schon, wie Apple. Ja? Also das. Das ist jetzt eine Oberfläche, da muss man sich nicht schämen, wenn man die auf seinem Rechner drauf hat. Also es ist keine Distribution, kein Betriebssystem für Arme. Das ist auch den Leuten von Ubuntu wichtig. Das ist nicht ein Charity-Projekt, wo man es im Prinzip so sagt. Sie haben das Betriebssystem gemacht, das soll auf dem Rechner laufen. Und wie das immer größer geworden ist, war es ihnen wichtig, dass es hübsch ist. Und das war dann auch sehr erfolgreich. Also, seit 2016 nicht mehr Ubuntu, sondern Debian und viele von diesen Ubuntu-Mitarbeitern arbeiten immer nur in den Charity-Shops und helfen denen und entwickeln weiter und so weiter. Es ist nicht eine offizielle Ubuntus, ein Arm von Emmaus Bruderschaft, aber sie nehmen natürlich gerne diese Rechner, die sie dann billig verkaufen können. Das ist schnell größer geworden und heute sagen sie halt, es ist eine Distribution, die, wenn du willst, vollständig mit Open-Source-Software arbeitet. Auch das ist wichtig, weil von Windows her ist es jetzt hier immer so im Nebensatz dran, aber es ist klipp und klar, wenn du eine schwarze Windows-Lizenz draufspulst und das kann dich auch nicht leiden und verklagt dich, das kostet 7.000 Euro. Das ist kein Spaß. Und wenn du das auch noch für Freunde gemacht hast, dann kannst du in Deutschland bis zu 3 Jahre in den Knast gehen. Für Kinderschänder übrigens 2 Jahre, ja? Aber Rechner-Lizenzen stehlen 3 Jahre. Nur, dass so mal gesagt ist. Ich habe auch die entsprechenden Links unten noch angegeben, wo ich die Zahlen. Okay. Also, Sie brauchen dringend Übersetzer. Die Sätze, die Sie haben, ist, Sie wollen eigentlich gern, dass das mehrer machen und dass mehr Leute so Hardware sammeln und dann für billiges Geld zur Verfügung stellen, damit Sie etwas lösen können, was dann das eigentliche Ziel geworden ist. Nämlich das eigene Ziel ist heute gesellschaftliches. Das gesellschaftliche Problem, das wir haben, ist, dass wir einerseits mal Armut haben, wo Leute, ihr habt es jetzt gesehen mit Covid, ihr habt es gesehen mit der Teuerung, es gibt Leute, wenn da die Kaffeemaschine kaputt geht, dann haben sie nicht so viel Geld frei, dass sie neue Kaffee können. Von der Waschmaschine gar nicht zu reden, ja? Von einem Auto gar nicht zu reden. Und jetzt hast du Kinder und musst deine Kinder in die Schule schicken. Ja? Wenn du dann in so einen Laden einen Rechner rausziehen kannst und der ist schon vollständig mit einem Betriebssystem ausgestattet, wo dein Kind im Prinzip von Spielsoftware, von Elternüberwachungssoftware, bis, also dass denen ja da irgendwelche blöden Seiten draufgehen, bis hin zu Office und Desktop Publishing und was ihr als Software noch drauf, wenn du das alles da kriegen kannst, dann ist das ja, sagen wir mal, ein Angebot. Ja? Direkt davon kommt das zweite große Problem. Wir haben eine digitale Kluft. Ein Freund von mir, der ist Realschullehrer in München gewesen, hat gesagt, ja, die Kids, die er da über irgendwelche so Meeting-Software beschult hat, die haben halt ein Kontingent von 1 Gig oder von 2 Gig gehabt, das hat gelangt fürs Musikhören. Aber wenn sie jetzt online Schule hätten machen sollen, was Rechner gar nicht gehabt haben, dann war am 6. des Monats das Kontingent aus und die Kinder waren nicht mehr in der Schule. Das ist digitale Kluft. Und es gibt auch Leute, die einfach keinen Zugang zu dieser Technologie mehr haben und die sind halt uns abgehängt.
Und dann ist auf einmal die Bereitstellung von einem Betriebssystem ein gesellschaftliches Problem. Und auf einmal weißt du, was das bedeutet, freier Zugang. Ich habe jetzt vorher die Chrissy gehört oben, die hat einen wirklich engagierten Vortrag gehalten und wie toll sie diese die Kollaborationsgedanken hat. Aber es hat einen beinharten, bitteren Aspekt. Es gibt Leute, die können sich nicht einfach einen neuen Apple kaufen, die können nicht einfach, wenn der Rechner kaputt gegangen ist, sich ein neues Laptop kaufen, weil das die Haushaltskasse nicht hergibt. Wenn du da so ein Projekt hast, dann ist das was. Und es geht nicht nur ums Betriebssystem, sondern es geht tatsächlich Teilhabe an der Hardware. Ja? Gut, digitale Kluft. Und wir werden sehen, das nächste ist dann, die ist nicht nur in Frankreich oder in Deutschland, sondern die ist weltweit. Ja? So Freunde ist früher in Südafrika, da siehst du das hautnah. Ja? Und natürlich, auch wenn dein Transtech viel mehr Strom braucht, als wie ein aktueller Rechner, überleg dir, wie viel Strom und Ressourcen wir brauchen, um einen neuen Rechner zu bauen. Das heißt also, jede Stunde, jeder Tag, jeder Monat, den der Transtech irgendwo noch läuft und einem Kind helfen kann oder einem Erwachsenen helfen kann, das ist wie mit den alten Autos. Solange die laufen und keine großen Kosten mehr erzeugen, so lange haben die einen Gewinn. Und damit sparen wir insgesamt Ressourcen. Interessante Idee, die für die vielen Kurse, die es normalerweise gibt, wo es halt immer nur darum geht, wie benutzt man das, das war, ich denke, das ist jetzt der Ort, wo man so einen Aspekt einfach mal erzählen kann. Gut. Die arbeiten mittlerweile, natürlich Franzosen haben Zugriff auf ihre ganzen alten Kolonien. Es ist ein böses Wort, aber es ist so. Es ist so. Sie haben Zugriff auf ganz Nordafrika. Ob das jetzt Côte d'Ivoire ist, ob das Nigeria ist, ob das Kamerun ist, ob das Togo, Benin ist. Überall da sprechen die Leute Französisch. Und natürlich haben diese Leute so gesehen auch ihre Organisationen, die Zentralen in Paris, in Frankreich. Und von da aus haben die Kontakt gekriegt. Und dann ist das relativ schnell gegangen. Einerseits haben sie in Frankreich drin mit Leuten zusammengearbeitet wie Trira. Tri ist ein Wort, das wir kürzlich in ganz bösen Zusammenhang gehört haben. Tri heißt auswählen. Und ihr wisst, dass das, was sie vermeiden wollten bei Covid-19, war die Triage, die Auswahl. Das ist dieses Wort. Also Tri in die Rhône-Alpes ist so Secondhand. Sammlung und Wiederaufbereitungsladen. Mit denen arbeiten die zusammen. Sie arbeiten zusammen mit Festival de la Récup. Moment, da habe ich eine Webseite gefunden, die war sehr witzig. Festival de la Récup. Wo war die? Strikingly Calm. Jawohl. Das ist so ein Laden, der halt Secondhand-Sachen zusammensammelt und upcycelt, neue Möbel baut. Und ja, hier, das ist eine Waschmaschine, wenn der Elektromotor nicht geht. Oder wenn du was für deine Figur tun willst. Also es gibt Leute, die sammeln alle möglichen Urban-Sachen und bauen da was Neues draus. Und da passt natürlich das Wiederherstellen von Rechnern auch ganz gut dazu. Es gibt hier einerseits dann noch die AIR Solidaires. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die vor allem in Asien, in Nepal tätig ist. Dann haben wir hier die Isenia habe ich nachgeschaut, das ist der Regenwurm. Es gibt also so Recycling-Komposthelden, die halt überall Humus und Kompost herstellen. Und auch da in diesem Rahmen wird zusammengearbeitet. Dann gibt es hier die Neue Emmaus Avenir, das ist der Ort, wo sie also ihr Projekt gestartet haben. Und dann gibt es hier noch die AIR Solidaires haben wir da gehabt. Und ja, Tod, wer kann ein bisschen Französisch? Association pour l'E-Inclusion. Überall wird von Inklusion gesprochen, aber E-Inklusion wäre jetzt die elektronische, das wäre jetzt die Informationszeitalter-Inklusion. Dass halt keine Leute ausgeschlossen werden von der Teilhabe. Als ich da langsam reingeschaut habe in dieses ganze Linux im Ubuntu, habe ich gedacht, das wird ja immer mehr, das wird ja immer geiler, ja? Was die da alles machen können damit. Und irgendwann sind sie in Frankreich, haben sie Frankreich gewissermaßen verlassen und haben hier ja, zum einen mal Friends of Earth International gefunden, die ihnen dann halt praktisch Orte gezeigt haben, wo eine Distribution ganz dringend benötigt wird. Wie stößt man auf so ein Ding? Ich habe es vorher schon gesagt,
Es ist aktuell Nummer 102. Das heißt, du findest das in der DistroWatch-Liste nicht, außer du suchst da noch. Also wenn du definitiv sowas suchst. Seduction draußen waren ganz happy, dass sie jetzt auf 51 oder 52 waren. Die waren gerade vor ein paar Tagen auf 77. Wahrscheinlich, weil sie hier auf der Tagesordnungsliste waren, haben es viele runtergeladen. Aber immer bunt, werden wir sehen. Das ist ein Projekt, das ist nicht zwangsläufig, wo du nicht zwangsläufig drauf stößt. Es hat noch einen anderen Hintergrund, nämlich die lädst du nicht täglich zweimal runter, wie andere, sondern die holst du einmal runter und dann hast du einen Installationsstick, das ist jetzt gleich das Nächste, was ich euch zeigen werde, um dieses Ding zu vervielfältigen. Das holst du einmal vor und dann kannst du da lange arbeiten. Was tut es? Es hat diese wunderbare Cairo-Liste. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass zum Beispiel unter Kommunikation und Internet plötzlich Projekte da stand, kennt jemand diesen Hut? Du kannst ihn kennen. Wenn er da sagt, dass die Software Luffy heißt? Nein? Mein Sohn hat das sofort gewusst. Ah, man, ja, da sag ich doch. Das ist die Generation nach uns. Hubert, das können wir nicht wissen. Ja. Ja. Aber das ist ein File-Sharing-Tool. Das ist jetzt nicht wie dieses Microsoft-Dings da, wo du eingespannt wärst in einem Microsoft-Rahmen, wo du aus dem Teams gar nicht rauskommst, da gar nichts anderes verwenden kannst, das wird denen ja Office und denen ja File-Sharing und einer OneNote. Nichts gegen OneNote. Aber ich habe schon lange danach gesucht, dass einmal jemand sowas zeigt. Oder ich habe schon lange mal darauf gehofft, dass irgendjemand vielleicht unter Internet, wenn ich da mal nachschaue, war es Internet, dass man nachher halt einmal sowas zeigt. Kennt ihr die Chaton? Meine Studenten nerv ich alle damit. Aber der Punkt ist, in Frankreich ist eine ganze Subkultur entstanden, die Tools entwickelt haben, die die ganzen Google, Amazon und sonstigen Tools ersetzt. Es gibt da ganz wunderbare, bösartige Grafik. Die schaut aus wie bei Asterix, wo all diese Internet-Tools da sind. Da macht sie puff, 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 puff. Und dann sind da ihre freien Tools drin. Es gibt Framasoft. Das ist auch so ein Kollektiv. Ah, von denen habt ihr gehört. Wunderbar. Framasoft, da kannst du mit Framagit praktisch vermittelt einen Account haben bei GitLab. Nicht bei GitHub, der gehört jetzt Microsoft, sondern GitLab. Und wenn du dann nachfragst, dann kriegst du auch raus, wo deine Daten sind. Was ich ausgesprochen cool finde. Also mal ganz ehrlich, OneNote, Office 365 und wo sie fix sind meine Daten? Also wo liegen die wirklich? Ja? Meine Schwester arbeitet im SAP-Umfeld und die hat ja gesagt, ja, die haben jetzt in den letzten 5 Jahren ihre Kunden alle wie blöd in die Cloud geprügelt. Mit Verträgen, wo drauf gestanden ist, europäische Rechenzentren. Und jetzt stellt sich raus, die sind in Russland. Das wird momentan noch sehr cool gehalten und sehr niedrig gehalten. Sie wollen nicht, dass die Kunden darüber informiert werden. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich gut ist, wenn das momentan im Management-Magazin stehen würde. Ich kann mir vorstellen, da gab es Körperverletzungen. Zumindest. Ja. Aber das kann doch halt passieren, wenn du nicht weißt, wo deine Daten sind. Und das sind jetzt einfach einmal Alternativangebote. Wie gesagt, das Problem ist, du kommst halt auch mit der deutschen Variante meistens nicht weit, weil die sind alle so mit Google Translate übersetzt worden und das ist nicht so besonders gut. Aber wenn du ein Kätzchen suchst, zum Beispiel Parservice, dann kannst du halt sagen, ich würde zum Beispiel gerne eine Alternative suchen für AWS oder ich möchte gerne für Bitly eine Alternative und dann bieten die sie dir an und dann kriegst du halt so Geschichten wie, Moment mal, halt, das war der falsche Bitly, das war ja genau, Etibox, Minifee, CA und so weiter, da kriegst du halt auch so Urlverkürzer. Es gibt all diese Sachen und was mich wirklich schockiert hat ist, in Deutschland wissen wir nichts davon. Das ist vollkommen unter dem Radar geflogen. Du hast jetzt kürzlich in Frankreich eine Zeit lang gearbeitet. Ich denke, du hast eine gute Nase voll davon gekriegt. Entweder wissen wir nichts davon oder was sehr viel schlimmer ist für meinen Gedanken ist, wir sind solche Vasallen hier. Wir sind solche Nichtdenker. Wir sind solche Nicht-Infragesteller. Wir laffen jeder Bloskabein noch mit dem Butterbrot und der Lederhose. Das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Also, befreit euch und schaut mal ein bisschen nach Frankreich rüber. Ich finde das höchst interessant. Also diese Framasoft-Seite und diese Chaton. Und ein guter Einstieg wäre tatsächlich, ihr hört es einmal, die immer bunt ist und schaut mal rum, was die anbieten.
vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was man tatsächlich brauchen kann. Ich will nicht sagen, das ist jetzt die Distribution, die man haben muss. Ich finde allerdings, für jemanden, der nicht einfach einen zweiten Rechner kaufen kann oder der nicht ganz schnell 3, 4, 5 Rechner sich kaufen kann, weil er das Geld im Prinzip letztendlich, die Mehrheit von uns wird einfach sagen, naja, ich kaufe jetzt keinen zweiten, weil ich nicht wirklich einen brauche, aber wenn ich einen brauche, die kann man holen. Ich darf einfach losgehen und den kaufen. Wenn du aber arm bist, schaut die Geschichte wieder anders aus. Dann muss auch eine Distribution für dich so sein, dass möglichst viel an Bord ist. Wenn du das jetzt mal anschaust, erstaunlicherweise haben sie trotzdem fast keine Dubletten drin. Aber es ist hier zum Beispiel LibreOffice drin, es ist dann ein AbiWord drin. Gut, es gibt den Numerik, das ist eigentlich die einzige signifikante Dublette, die ich entdeckt habe. Na gut, das war nicht so ein integriertes Office-Paket, aber wenn du sagst, ich will nur Textverarbeitung machen, ist AbiWord gar nicht schlecht. Ja? OnlyOffice kannst du natürlich nachinstallieren, wenn du willst, aber ich bin bei so einer Auswahl eher an dem Punkt, wo ich sage, ich schmeiße Sachen raus. Ja? Wenn ich dann nach einer kurzen Weile weiß, wie es geht und sage, okay, das brauche ich gar nicht, aber ich war echt beeindruckt, weil ich es lange schon nicht mehr gesehen habe. Hier unter Grafik findest du nicht nur Bildschirmfoto, sondern du findest zum Beispiel einen Panoramahersteller, du findest ein LX Image, um Sachen zu machen, aber schaut euch den an, es ist sogar TTP-Software, es ist sogar das Kripos an Bord. Das heißt, das ist eine Distribution, die ist im wahrsten Sinne des Wortes vollständig. Sie ist nicht so überlastet, wie die SUSE früher war, sondern sie ist vollständig. Es ist für fast jede Sache, die es da gibt, irgendwas mit dabei. Und ja, wie gesagt, wenn du es nicht mehr brauchst, schmeißt es halt runter. Ja? Aber für den Einstieg, für jemanden, der nicht einfach sich einen Rechner kaufen kann, ist das einmal ein ganz guter Ansatz. Ich meine, Windows hin oder her, aber du installierst es und dann fängst du an, Software nachzuinstallieren. Und du hast vorher wahrscheinlich auch ganz schön die Tasche fassen müssen dafür, dass du das hast machen können. Und da, das geht mit Open-Source-Software. Wenn ich irgendjemandem erklären müsste, was Open-Source-Software, was freier Zugang für Software ist, das wäre das. Ja? Du kannst da hingehen und kannst es benutzen und wenn es dir einen Nutzen bringt, wow. Ja? Gut, also dazu die coole Cairo-Leiste. Dankeschön. Ältere Hardware, tatsächlich, ich habe meinen alten AMD, habe ich im Prinzip einfach reinlaufen lassen, der ist gelaufen. Ich war beeindruckt, weil das die mehreren neuen nicht geschafft haben. Wir wissen selber, wie das ist. In dem Kernel kannst du immer nur eine bestimmte Anzahl von Sachen mit reinpacken und irgendwann sagst, jetzt ist die Hardware tot. Und die geben sich halt die Mühe und sagen, jawohl, die alten AMI-Karten, da gibt es halt viele und die sind billig und wenn die beim Second-Hand-Laden da aufschlagen, dann ist es gut. Okay. 32-Bit-Mod, oder? Die gibt es auch. Es gibt die 64-Bit-Bittige und es ist die 62-Bit. Das war 64. Ja, ja. Das war der 64, das war ein Hexacore. Die waren eine Zeit lang, waren die für billiges Geld ziemlich schnell zum Haben, aber es war halt eine billige ATI-Karten plus drin. Irgendein Tod muss man sterben. Okay. Sie haben einen wunderbaren Willkommensbildschirm. Dieser Willkommensbildschirm ist tatsächlich, der führt dich, wenn dein Internet läuft, direkt auf die Emabuntu-Seite mit dem schrecklichen Deutsch. Aber es ist wirklich substanziell und sehr viel mehr als bei der Linux Mint zum Beispiel als Hilfe. Ich finde das gar nicht schlecht. Emabuntu-Hilfe, Debian-Anfänger, Debian-Referenz. Sie arbeiten auch mit anderen Distributionen zusammen. Es gibt zum Beispiel, hier wird überhaupt nicht gesprochen über Blabla Linux. Ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast. Ein ziemlich großer französischer Blog über Linux und es gibt Debian Facile. Es gibt also eine Distribution, die sich darum kümmert, sowas wie Debian für Kinder leicht zugänglich zu machen. Die machen also auch was ganz, ganz Schickes und da sind die in engem Austausch miteinander. Also ein Teil von diesem Emabuntu wird auch von Debian Facile gemacht. Und dann gibt es hier eine grafische Einstellung, da bist du halt einfach im Konfigurationszentrum, das ist nichts anderes wie das, was du kriegst, wenn du hier in die, was weiß ich, LXQT-Einstellungen neigest. Wo sind die Einstellungen? Genau. Einstellungen, da sind sie. Also da kommen auch die LXQT-Systemeinstellungen, das Konfigurationszentrum, das ist genau das Gleiche. Ja? Aber es ist auf jeden Fall mal ein kurzer Weg dorthin. Mein Eindruck war, das ist so der kurze Weg, den du am Anfang brauchst. Ja? Und dann gibt es hier ein unglaubliches Toolset, um hier Sachen einzustellen, der Cairo-Doc einzustellen. Das ist gut gemacht, Leute. Das ist richtig gut. Und es ist nicht eine Distribution für Arme.
Es ist eine verdammt gut gemachte Debian. Nur, dass mal gesagt ist, ja. Weil wir hängen auch, wenn wir mit Leuten über Linux reden, wir reden immer über die ersten 10 in der Liste bei der DistroWatch. Vielleicht die ersten 15. Und der ist jetzt bei 102 und schaut sich an, was die zusammenbringen. Ja? Was das für eine hübsche Distribution ist. So, wie viel haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Das ist jetzt genau der Moment, wo ich in den Kamikaze-Modus übergehe. Ich habe vorher schon gesagt, GAFAM, als Wort habe ich noch nicht fallen lassen, Sie haben einen richtigen Hass auf diese Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft. Das ist also GAFAM. Und ihr könnt da mal gucken, ihr geht es einfach mal ein, vielleicht nicht bei Google, sondern bei Metagear oder so jemand oder Startpage, die Google so. Wir entgoogeln das Internet. Da kommt sie auf interessante Seiten, wo ja, Alternativen angegeben werden, wo halt es auch ohne Google geht. Nur mal so. Was mir gefallen hat, das ist, dass das halt einfach erst einmal integriert ist, dass es das Angebot einfach mal drin ist. Weil überall, wo du reingehst, kriegst du erst einmal die Microsoft, die Google, die Amazon-Alternative. Ja? Wenn du halt einen Firefox aufmachst, die hätten es wirklich nicht nötig, aber da ist auch als erstes der Amazon drin, da ist der Facebook drin und so weiter. GAFAM? Also letztendlich, die haben sie doch alle schon in der Tasche. Und hier wird einmal versucht, eine Alternative zu machen. Warum denn nicht? Ja? Stattdessen eben Chateau, Framapart, Framasoft, der Luffy. Wahrscheinlich sage ich Luffy oder so, ja? Keine Ahnung. So. Kamikaze-Modus. Nicht nur die Franzosen machen Recycling. Und nicht nur in Frankreich gibt es arme Leute, nicht nur in Deutschland gibt es Leute, sondern in Afrika haben die noch ganz andere Probleme. Ja? Und so kamen die also relativ bald mit Jerry Do It Together zusammen. Und das haben wir jetzt bei meinem Freund, dem Jerrycan Computer. Das ist ein Design, das scheinbar auch Jerrycan gibt es zu, in Frankreich entwickelt worden ist. Und der Jerrycan war eigentlich der deutsche Benzinkanister, den die deutschen Truppen zurückgelassen haben, wenn die Engländer dann gekommen sind. Viele mit freundlichen Grüßen von Herrn Rommel, aber auf jeden Fall, das war der Patent-Benzinkanister. Und sie sind dann drauf gekommen, wie mache ich das, dass ich, wenn ich jetzt einen Rechner habe mit einem kaputten Gehäuse, Frankreich gar nicht das Thema, sondern in den Kolonien. Da wird containerweise wird Elektronikschrott geliefert von uns, weil man bei uns entsorgen müsste und dort kannst du auf eine Deponie werfen. Ja? Und dann gibt es halt so Schulen, Hochschulen, Leute, die sich engagieren und ziehen dort Zeug raus, wo nur ein bisschen Leben drin ist. Und weil das Gehäuse kaputt ist und gleichzeitig aber Plastik leicht zu bearbeiten ist, machen die dann aus dem Ding einen neues Gehörse, da habe ich jetzt hier Jerry, You and Jerrycan.org, eine wunderschöne Seite, wo auch Baupläne drin sind. Also Hedera und Enski haben den Jerry damals entwickelt, Franzosen. Und hier sieht man also, wie, was mir auch sehr gut gefallen hat, ein muslimisches Mädchen ganz offensichtlich mit Kopftuch, die darf er da auch mitmachen. Da wird mit dem Dremel das Ding aufgesägt. Hey Leute, das kann man bei uns an die Realschauen auch mal. Da einmal sagen, ab der 5., 6. Klasse, wenn die nicht der Vogelheisel bauen, sondern also einen Kanister aufmachen und dann einen Rechner einbauen. Das war ein ganz anderer Einstieg in die IT. Ernsthaft, ja? Und es ginge auch mal ab zur Abwechslung nicht darum, welcher Vater welches Laptop zu welchem Preis kaufen kann, sondern du darfst deinen Rechner selber bauen. Ich habe irgendwo gesehen, der hat einen gelben Kanister gehabt, dann haben sie eine Jeanshose dazu gemacht und vorne so auch drauf, dann hat der einen Minion-Computer gehabt. Ist das geil? Ist das geil? Es gibt keinen perfekten Bauplan. Ja? Und du kannst das leicht bearbeiten. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Hardware, was ein bisschen Leben hat. Ich habe mir sofort zwei bauen müssen. Das hilft nichts. Den Kanister habe ich aus dem Norma rausgeholt, aber ich habe auch einen echten Kanister genommen, der aus dem Container raus war, den musst du jetzt sauber machen. Ja? Der darf halt nicht stinken. Und in Deutschland geht das bestimmt wieder nicht, weil die Lehrer alle keinen kleinen Elektriker haben. Und wahrscheinlich ist das alles wieder 25 Beamte, die dagegen sind und es dauert 30 Jahre, bis das Schulgegenstand werden kann. Ein Vogelheisel kannst du halt bauen, weil da sind jetzt genügend Grüne drin in dem Ministerium, so, ja, ein Vogelheisel darfst du bauen. Aber es eiert mir manchmal so an. Ja. Wir könnten so geile Sachen machen. Na, wie auch immer. Also, Jerrycan, schaut euch das an, das ist geil. Die haben mit diesen Jerry-Clans, also die Leute, die das machen, heißen Jerry-Clans,
In Côte d'Ivoire und in Togo haben die Ausbildungszentren bestückt mit solchen selbstgebauten Rechnern. Ich habe jetzt kürzlich einen Filmbeitrag gesehen. Da war so eine Schule irgendwo in Afrika. Da sitzen also die, das darf man gar nicht mehr sagen, die kleinen Negerbuben drin, jeder mit einem Tablet. Wie willst du das richten in Afrika, wenn dir das kaputt geht? So einen brauchst. Wenn der Teil kaputt ist, dann weißt du, was drin ist. Und wenn es ist, dann tauscht es aus. Das brauchen die. So was brauchen die. Nicht ein Tablet. Ja, da ist ein bisschen staubig, da ist ein bisschen dreckig und dafür ein halbes Jahr später ist ein schönes iPad am Arsch. Und da kannst du es nicht richten. Das ist übrigens mit den 5 Milliarden in Deutschland genau das Gleiche. Sag du mit den Lehrern in der deutschen Schule, was ein Tablet riecht. Das möchte ich sehen. Ja? Plus, wenn wir das Thema jetzt schon mal haben. Also, so ein Rechner hat durchaus Vorteile. Und wie gesagt, du kannst eine künstlerische Ader da reinlaufen lassen und das mit den Cherry Clans und den Cherry Cats, ich fand's einfach klasse. Ich suche immer noch Leute, wo man die Bewohner reinschreiben, also den Pinguin und den Gimp und so weiter. Aber hier haben wir ja Künstler, ich denke, da finde ich schon wieder. Okay. Die haben in Benin die ersten Fablabs aufgebaut. Das ist das, was unser Openlab in Augsburg ist. Die haben da 3D-Drucker und können da Zeugs rausdrucken. Zugang zu modernen Technologien. Und Leute, das sind die Leute, die du dann später nicht im Schlauchboot auf dem Mittelmeer findest. Weil die mit diesem Zugang zu dieser Technologie halt einfach auch sich dort selber durchbringen können. Die Kinder, die Familie ernähren. Also ich denke, das wäre ein Ansatz. Da war Entwicklungshilfe eine ganze Menge zu machen. Und nicht über irgendwelche Waffenverkäufer. So. Zum Kamikaze. Wenn du einen Schulungsraum hast, wo deine Netzanbindung, der LAN schon nichts taugt oder nicht zuverlässig ist, Südafrika, ich habe eine Studentin hier gehabt, die war aus Ulaanbaatar, die hat gesagt, nein, wir haben Tage, da haben wir keinen Strom. Ja? Also erzähl du mir da Internetanbindung, erzähl du mir da Update, erzähl du dir mal, wir arbeiten in die Cloud. Ja, wo denn? Ja? Wo denn, wenn du nicht rauskommst, wenn du keine Internetanbindung hast, wenn du keine technische Unterstützung vor Ort hast, die haben wir in Deutschland oft nicht. Ja? Heterogene Installationsumgebung, jetzt sage ich das. Wir waren doch da an diesem coolen Werkzeugmenü. Der Willkommensbildschirm und die Werkzeuge. Die waren schon da, gell? Und? Und da. Ah, GTK-Dialog und der da ist es. Genau. Links oben ist der Ventoy. Mit dem Ventoy-Tool kannst du einen Stick formatieren. Der Stick ist dann ein bootbarer Stick und der enthält mindestens 2 Partitionen, wenn du UEFI-Macher bist, oder 3 Partitionen. In die erste Partition, ich stecke das einmal ein und dann sind wir aber klar an dem Punkt, ich kann euch, wenn ihr das wollt, das gerne einmal zeigen, was man damit anstellen kann. Nämlich innerhalb von keinen 10 Minuten, eher 5 Minuten, diesen Rechner neu installieren. Wenn ihr den aufmacht, dann habt ihr 3 Partitionen. Die eine Partition ist die Images-Partition und es gibt die Ventoy-EFI-Partition. Da ist ja das EFI-Club-Zeugs drin, das macht der Ventoy von alleine. Und dann gibt es hier dieses Ventoy. Da stellst du ISOs einfach rein. Die Bauanleitung für den Stick ist ebenfalls auf der Ubuntu-Seite. Schritt für Schritt für Schritt. Du musst halt mit diesem Franklä durcharbeiten. Und das Deutsch ist auch ziemlich peinlich. Ich habe Tage gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, was er gemeint hat. Das Bauen von dem Stick ist dann eine Kleinigkeit. Der Punkt ist, der Ventoy braucht im Prinzip nur einen Clonezilla. Mit dem Clonezilla kannst du dann das Ding anbauen und einen Klon von der Maschine ziehen oder du kannst einen Klon von einer Maschine auf eine andere übertragen, innerhalb von Minuten. Das Einzige, was wirklich interessant ist, ist, wie schnell ist das Stick. Ich habe jetzt hier einen USB 3.2 und ich habe einen richtig schönen 3er Bus. Das sind dann zusammen mit der SSD-Platten wirklich nur Minuten. Wenn du Spindeln hast, dauert es halt ein bisschen länger, aber da ist wirklich das I.O. das eigentliche Problem. Clonezilla ist eine richtig geile Distribution, die für diesen Zweck ist, aber noch viel interessanter ist, du kannst jede Menge andere Distributionen da auch einfach das ISO reintun, einfach da reinkopieren, sonst brauchst du nichts tun. Wenn du dann anschließend Klone gebaut hast, sind die auf der Images-Partition. Das heißt also, du brauchst ein bisschen Platz,
Sie sagen, unter 32 soll man nicht anfangen. Ich habe einen 128er natürlich genommen, weil ich ein bisschen angeben wollte, ist auch klar. Aber der Punkt ist, du kannst mit dem Clonezilla, kannst du dann anschließend nicht nur ein Image bauen, sondern du kannst das Image auch wieder herstellen. Ich möchte euch bloß einmal kurz das Ding zeigen, wie gesagt, zum... Ja. Wenn ich jetzt hier auf den Intenso Highspeed gehe, dann seht ihr jede einzelne ISO, die ihr seht, ihr könnt ja jede einzelne ISO von denen verwenden, um den Rechner zu installieren. Das heißt also, um eine Grundinstallation zu machen, ist das der Weg. Ja? Ihr kennt es aber auch, zum Beispiel, wenn du nur einzelne Partitionen hergestellt hast und alles, was da fehlt, ist der Bootloader, dann nimmst du den Supergroup, den findet man auch ganz einfach im Internet und der findet dann alle Partitionen und schaut, ob er Bootumgebungen findet, dann kannst du das Ding fremd booten und kannst dann deinen Group wiederherstellen. Also das allein ist schon ein Grund dafür, dass man es haben sollte. Und nur einmal kurz durchlaufen lassen, ohne dass ich ihn jetzt neu herstelle, sage ich einfach den Clonezilla in Group Mode. Dann kriege ich hier die Möglichkeit, in verschiedenen Auflösungen zu arbeiten. Hier zum Beispiel Other Modes, dann kann ich hier 1024er Auflösung fahren. Darstellung ist ja jetzt an der Stelle nicht so wichtig. 1024 reicht für einen Rettungslauf problemlos. Du laufst dann in die wunderbare Clonezilla-Distribution rein. Zack. So, und jetzt kommt es halt dran, was brauchen wir hier? Deutsch. Dann Tastaturlayout ändern, außer wir wollen mit USA weiterarbeiten, 105er, dann andere und dann kannst du hier auf Deutsch gehen. Wenn du magst, kannst du auch schon österreichische Tastatur wählen, mit der Herst-Taste, du weißt schon. Und ohne Akzent-Tasten, was auch immer und ab da geht es dann weiter. Dann schaut er in den Stick rein und sagt, ja, willst du jetzt eine Shell haben oder willst du jetzt den Clonezilla starten? Ich will den Clonezilla starten, ich will jetzt vom Device ein Image rausspulen. Du kannst aber auch sehr schön mit dem SSH-Server zusammenarbeiten. Du kannst von Netzwerk-Cloning, ich denke NFS, eine Quelle angeben. Clonezilla ist ein wunderbares Software, da gibt es überhaupt nichts. Richtig geiles Zeugs. Und wenn ihr jetzt hier sagt, von Local Device, das will ich haben, dann Local Device, genau. Dann soll er hier weitergehen, dann findet er alle Partitionen, die hier von den Gläsern sind. Mit STRG C beendet man die schnell. So, bietet mir dann ein paar Partitionen an. Halt alles, was er auf der Maschine findet. Und ich kann jetzt hier auf dem Highspeed-Line diese Images, die zweite Partition wählen. Kein File-System-Check. So, und jetzt brauche ich eigentlich nur noch, ja, es sind ein bisschen viele Duns und so und okay und so weiter. Aber dann habe ich hier die Möglichkeit, aus einer Reihe von Images, Einsteiger-Standardoptionen reicht normalerweise, ich könnte jetzt hier die Platte wegsichern oder ein Image rausschreiben und ein Image verschlüsseln und so weiter. All diese Dinge könnte man da tun. Jetzt bloß einmal hier Restore Disk. Ich kann auch einzelne Partitionen herstellen, wenn ich hier weggeschrieben habe. Und wenn ich sage Restore Disk, dann bietet er mir hier die Images an, die ich hier kürzlich gemacht habe. Soweit gehen wir halt nimmer. Vielleicht, wenn es gewünscht ist, mache ich nächstes Jahr mal eine Präsentation, wie man den Stick baut und was man damit anstellen kann. Wenn das Interesse da ist, müsst ihr mir jetzt anschreiben, ihr kennt den Herrn Högel, fragen, der weiß ja, wo ich bin. Ja. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Interesse, für heute ein kurzer Durchrausch, was eine freie Software leisten kann, nicht bloß das Betriebssystem ist, sondern tatsächlich, was er auf gesellschaftlicher Ebene für Sachen leisten kann, wenn du nicht für jedes Eckerl was zahlen musst. Ich denke, das ist die Quintessenz von dem Ganzen. Weil natürlich kannst du auch andere Distributionen nehmen, aber das ist ein verdammt guter Einstieg. Dankeschön.